In diesem Haus ist sowieso keiner mehr. Lärm ist jetzt auch egal. So. Aber wie geil das einfach gestaltet ist. Ich feiere es einfach. Ach, jetzt erinnere ich mich auch wieder, was wir machen sollten. Jetzt war die Aufgabe, nach oben zu gehen, zu diesem komischen Altar, der da immer war. Das war ja so eine ganz komische Sache. Unter den Armen finden. In irgendeinem Geheimraum. Sehr, sehr ominös, ich freue mich. Ich glaube, wenn wir in dem Tempo weitermachen, kriege ich das Game heute noch durch. Hätte ich mal ein Game an einem Tag durchgespielt. Das wäre mal was. Alter, dieses Haus hier ist so viel los, Alter. Hey, wir spielten hier Klavier. Geht das? Gibt's noch? Ruhe. Haben wir so die Laterne wenigstens mitgenommen? Ja, haben wir. Das Gleichgewicht. Die Passage soll gruselig sein, habe ich gehört. Aha. 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 Oh, das ist so ein kleines Field of View. Da, jetzt gebe ich zu, das war jetzt leicht scary. Da hätte man sich vielleicht erschrecken können. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ja, da stimme ich dir durchaus zu. Taschenlampe, lass mich neben Stich, okay? Bleib fort. Und was, wenn ich? Und was, wenn ich? Was machst du? Warum, was machst du, wenn ich nicht fortbleibe? Nee, nicht im Ernst. Ist doch ein Witz, oder? Nicht sehr vertrauenserweckend, wenn ich ganz ehrlich bin. Nicht sehr vertrauenserweckend. Oh mein Gott, ich schätze, das ist er. Ja, das glaube ich wohl auch. Hallo, hallo. Hier wurde mal neu angestrichen. Interessant. Explodiere jetzt so fertig. Jetzt müssen wir ja auch im Rückweg aufräumen oder was? Das ist jetzt aber nicht in meinem Plan drin gewesen. Ich gehe jetzt einfach. Man kann ja auch an den Dingern einfach vorbeilaufen. Die müssen wir wahrscheinlich nie wieder hin. Deswegen verschwende ich jetzt mal keine Munition. Dann habe ich später mehr. Ja, wir sind schon draußen. Wir haben alles erledigt. Ging einfacher und schneller als gedacht. War auch gar nicht gruselig. Ja. Hast du ihn gefunden? Ja. Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wenn du das glaubst, Alter. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Als ob ihr jetzt im Wohnwagen auf mich wartet. Never ever, wo wartet ihr da? Never ever ever. Never. Nein, 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 nein.
geh mal hier durch. Ich sehe keinen Grund, warum wir durch diesen dummen Brunnen durchkriechen sollten. Erfahrungsstand gestaltet. Das Jenseits gibt die Wahrheit preis. Was auch immer das bedeuten soll, ist mir relativ egal. Warum hat der Wohnwagen gar nicht zwei Türen? Das ergibt gar keinen Sinn. Ach, was für eine Überraschung, du bist nicht da. Die Erklärung wird interessant. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan! Und nicht deine Sorge! Verstanden? Ha! Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir! Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe, nur für dich! Das kann ja interessant werden. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne... Sollte das ein Witz sein? ...dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Och, nee, nicht schon mehr der Kühlschränke. Oh, nun komm schon, das ist Game und Kühlschränke, das ist keine gute Kombi. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Ja, du unterblöder Kühlschrank, Alter. Wir können weitermachen. Wir sollen in den Kühlschrank schauen. Okay, okay, okay. Ist das der Kopf? Das Schwein wartet neben Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Nicht schon wieder der scheiß Zerlegungsraum. Mach mal zu, ihr dem Mist. Ich will das nicht mehr sehen. Ich wollte mal hier gucken, was mit dem Vogelkäfigen ist. Seine ist ein Steroide, erhöht dauerhaft die maximale Gesundheit. Seine ist ein Stabilizer, erhöht dauerhaft Nachladegeschwindigkeit. Ehrlich gesagt habe ich mit beiden gar nicht so großes Problem, weil ich auf einfach spiele. Deswegen lasse ich es erstmal und spare lieber auf die Magnum. Da haben wir ein bisschen mehr Spaß mit. Wie viel habe ich eigentlich? Nachladen immer die Möhre. Wir laden einmal alles nach am besten. Aber haben wir einmal Ordnung gemacht im Inventar. Und wir können jetzt weiter runter im Zerlegungsraum. Und wir wollen auch mal gucken, wo wir überall mit diesem komischen Extra-Schlüssel hinkommen. Können wir ein bisschen mehr looten. Ich glaube, oben war noch eine Tür mit dem Extra-Schlüssel. Auch ganz interessant ist ja auch der Quatsch da. Ah, Schlangentür, da ist es so. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Hier. Haben wir den Schlangenschlüssel noch gar nicht? Da bin ich jetzt aber ein bisschen... Habe ich jetzt gerade mehr erwartet, bin ich dir ganz ehrlich. Na, ich bin bereit, ich gehe jetzt mit meinem Flammenwerfer in den Keller. Meine Haare bleiben nicht mehr oben, das ist absolut schlimm. Wie lange habe ich eigentlich noch nicht mehr gespeichert? Ja, ich glaube den Krähenschlüssel, den... Vielleicht brauchen wir den gleich noch unten im Keller. Ja.
Perfekto. Aber sind wir eigentlich halt tot? Was ist denn das eigentlich? Können wir ein bisschen Kraut essen? Ich glaube, wir können uns gleich mal eine Heilungsdings reinballern. Aber erst gleich, wenn wir ein bisschen mehr Damage haben, damit es sich auch ein bisschen mehr lohnt. Wo ist denn eigentlich der Doktor Zerlegungsraum? Dies ist es nicht. Da ist der Workshop, der ist nicht offen. Oh, hier lädt irgendetwas. Du hast mich gerade wirklich ein bisschen erschrocken, also. Dass das schon mal passiert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Warum sind die eigentlich unten Generatoren, Alter? Alter. Ich habe mich gerade wirklich ein bisschen davor erschrocken, Alter. Ich sag dir, wie es ist. Zerlegungsraum, so. Weh, jetzt brauche ich hier gleich den scheiß Krähen. Da kommt mir gerade diese Erkenntnis. Ich brauche doch den Krähenschlüssel. Ich habe mich gerade leicht verarscht. Die ganze Scheiße. Weil hier unten. Ne, nicht hier. Meine Güte, was für Mopeds. Die gehen aber schnell kaputt. Naja, wir müssen jetzt mal kurz die Theorie prüfen. Ich wollte eigentlich nie wieder hin in diesen Raum. Aber theoretisch entweder ist das Schlangen oder Krähen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben aber nur eine einzige Krähentür im ganzen Spiel. Wer weiß das aber schon genau. Nur Leute, die sich aktiv mit dem Game beschäftigen. Also ich definitiv nicht. Ich spiele das gerade einfach nur so, weil ich Bock drauf habe. Zusatzinhalte zocke ich dann morgen oder wie? Ne, hier ist Schlange. Das ist tatsächlich. Hm. Komm, wirf mal ein. Ey, das hätte ich sonst nie gefunden. Ich sag's dir. Schießpulver. Jetzt haben wir mehr Schießpulver. Wirkt das Ding eigentlich noch? Ja, das wirkt noch. Das ist super. Das ballert ordentlich, ich sag's dir. Wo ist denn jetzt dieser verschissene Zerlegungsraum? Warte mal, wir haben noch eine Karte oder sowas. Was wäre die Tastenbelegung für die Karte? V. Ja, wer hätte denn darauf kommen sollen? Erklär mir das mal. Zerlegungsraum. Gibt's ja auch einen Navi oder? Nevermind, ich weiß, wo das ist. Das ist, da wo J. Baker uns den Kopf wegnehmen wollte. Moin. Das sag ich so. Ich frage mich auch immer noch, ist noch hier irgendwas hier an Zeug, was ich übersehen habe? Nicht. Die Tonsteuer musst du eingesetzt haben, seine Gelenke sind schon steif. Ah. Oh.
prove you are a real man and stick your hand down. Oh ne. Hätte nicht da ein Speaker gereicht, das ist ein bisschen unnötig. Ja. You have to go there to do what you gotta do. Ist auch nur ein Videospiel, ne? Ja. Aber die Frage ist natürlich, warum nimmt er nicht einfach das Funkgerät? Das wäre wesentlich easier. Die Waffe ist leer. Nee, ich verpiss mich. Ich hab da keinen Bock drauf mehr. Aber jetzt bin ich am selben Punkt angelangt wie Seth. Das ist so ein bisschen traurig. Keine Munition mehr und ich laufe hier irrend rum. Das ist Schlangentür. Fällt mir das zu scheiß Shortcut, das ist nichts anderes. Ich verschwende doch hier keine Munition mehr dran, dann nehme ich den Schaden, ist mir auch egal. Komm, sind raus hier. Hat doch keinen Sinn mehr. Ich habe keine Muni mehr. Ich dachte, ich bin relativ gut gefahren, dass ich nur einmal alles loote. Aber jedes Mal, in jedem Resident Evil Spielstand endet es damit, dass ich hier im Keller verzweifle, weil ich keine Muni mehr habe. Jedes verschissene Mal. Dieser Keller ist einfach nur scheiße. So. Ich realisiere gerade, da unten war eine Schlangentür. Naja. Das kriegen wir alles doch gekannt. Nicht wahr? Mich doch in Ruhe, nerv nicht. Komm, hier ist safe und kannst mir mal. So, Scorpion Key. Scorpion Key ist noch sinnvoll, der andere Scheiß aber alle nicht. Deswegen kommt der andere Scheiß jetzt erstmal. Ach so, jetzt habe ich noch eine Pistole da verschwendet. So. Ich habe auch keinen Überblick mehr über die Speicherdaten. Ich freue mich. Ja. Wenn das jetzt einfach nur zum Zerlegungsraum führt, dann hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Vielleicht ist hier aber wirklich noch irgendwas zum Looten drin. Das hat sich ja wirklich gar nicht gelohnt. Das ist nämlich jetzt einfach ein Shortcut zu dieser scheiß Area. Hat sich gar nicht gelohnt. Wir hätten das einfach lassen sollen. Jetzt gehen wir nach oben.
Jetzt haben die hier wieder alles aufgefüllt. Ich freue mich gar nicht. Ach. Ach moin, na, wie läuft's so? Fresse. Nerv nicht. Ich mach den weg, Alter. So, Schlangentüren. Also Skorpiontüren gibt's eigentlich gar nicht mehr. So. Hier rein. Ah, der Krokodil. Ein schöner Ball. Scheiß Ball. Pistolenmunition. Finderwettbewerb, erster Platz. Sonderpreis Amateur Robotermeisterschaft. La 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 la, ein Baseballschläger an einem Brett. April, bin zum Beispiel ins Krankenhaus in die Stadt gegangen. Haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann haben wir mir ein Puzzle gekauft mit 259 Teilen. April, doof Oliver, ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Aber Oliver angelogen. Habe ihm gesagt, er soll zu meinem Geburtstagsfeier kommen. Ich habe ihn auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat gewollt, dass mich rausluke. Nicht so gut. April. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die böse Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Ich habe meine Trophäe mit ich habe eine meiner ich habe sie mit einer meiner Trophäen mit einem ja, okay. Es ist kaputt. 1. April. Oliver hat aufgehört zu schreien. Aber manchmal höre ich oben ein Klopfen. Ja. Mai. Es stinkt total. Und ein seltsamer Safttropfen von der Decke. Wer auch immer. Wenn ich Zeit hatte, hatte ich die Fernbedienung nochmal verändert. Die leuchtet sogar jetzt nachts. Aha, was ist hier noch? Keine Ahnung, Pillen. Was ist hier noch? Ein Lockpick. So, musste sein. Was haben wir hier? Ah, die Fernbedienung. Sehr sicher. Naja, egal. Hoch. Hoch. Scheiße, mein Inventar ist voll. Happy Birthday Tape. Kunde. Jack Baker. Ich hab den jetzt als Joe genannt, das tut mir extrem leid. Auftragnehmer Trevor Chamberlain Constructions. Renovierungszeitraum, blablabla, juckt sowieso keinen. Umfang, Installation, Schrank, aktiviert Tür in der Eingangshalle. Who cares und warum gibt's das überhaupt? Wenn ich erstmal mit meiner Logik herausgefunden habe, wie das soll, geht's eigentlich. Geht. It just works. Alter, ich soll mehr Clips erstellen. So, hab ich noch Pillen. Einwerfen kann ich die nicht. Kraut ist nicht nötig. Ich bin einfach zu gut vorbereitet hier hochgegangen. Okay, ich muss sowieso nochmal runter, dann erledigen wir das gleich alles in einem Rutsch. Ich mache nochmal meine ganzen Taschen leer und dann können wir gleich fortsetzen. Und wir gehen jetzt ein letztes Mal in die Richtung Waschküche, weil ich glaube, da habe ich irgendwie so ein paar Zettelchen noch überlesen. Kann auch interessant werden hier. Das Spiel. Lass mich in Ruhe, hier ist ein Safe Room. Oben war noch Flintenmuni, weiß ich noch. Kraut weg. Tape. Ja, überall wurden Tape
Ding ist, kann ich auch in die Kiste. Zumindest meistens. Der Arm. Er braucht keine Sau jetzt gerade. Das ist die einzige sinnvolle Waffe gerade. Deswegen bleibt's. Weiß ich nicht, ich habe keine Chemikalie mehr. Pistolenmunition. Sollte ich mal nachladen. Perfekt. Jake kommt hier jetzt nicht mehr durch die Wand. Das freut mich sehr. Ich wollte mal ganz kurz noch was nachgucken. Sekunde, mal gib mir auch mal ein bisschen Pause. Ich bin den ganzen Abend schon hier. Dings. Ja. Sehr traurig. Es sind schon fast alle wieder offline. Ich fass das nicht. Jeder Stift hat da Besseres zu tun in dieser Zeit. So. Der Boden-Event finde ich so interessant. Das gibt es auch wirklich nur in den USA. Was ich noch auf meinem Plan hatte. Kann ich wieder durchs Fenster? Ne, schade. Was für Spaß verderbe. Naja. Da hinten war noch etwas und zwar Flintmuni. Nachbarn haben anscheinend mächtig Party. War das aber ordentlich. Mal Versuchsgelände mache ich, glaube ich, heute nicht mehr. Ich mache nur jetzt mal die Vorbereitung und dann, ja, dann beende ich diesen wunderbaren Stream. Denn irgendwer muss das auch noch alles kurz zusammencutten und hochladen, ne? Aber ich sag's dir so, wie es ist. Ich feiere das total. Es macht einfach auch Fun, das Ganze zusammenzucutten und hochzuladen. So, Flindertrappe. Ja, natürlich, das ist ja alles voll, natürlich, ich muss... Können wir jetzt zu dem Kernel da runtergehen und mal kurz die Flinte austauschen? Ne, wir müssen erst woanders hin. Und noch kurz irgendwie, weiß ich auch nicht, Harry Potter beschwören. Wir müssen dann irgendwas wechseln, damit wir da irgendwie überhaupt hinkommen. Weil wir anscheinend nicht mehr als diese Scheiß tragen können. Warte mal. Maybe ist hier irgendwas drin, was uns helfen könnte, irgendwie weiterzukommen. Es kann sein, dass das so ist. Ich kann auf den nicht schießen. Warum auch immer. Ah! Herr 18. So, diesen Raum loot ich jetzt noch nicht. Da bin ich noch nicht Zeit für. Wir machen jetzt erstmal die Scheiße mit dem Kernel. Na ja, komm, es nimmt sowieso genau denselben Space im Inventar ein. In der Trappe. Easy, GG easy. Perfekt. So, jetzt habe ich es einfach nicht. Kraut. Nichts. Täuscht mich immer wieder. Wie viele Dietrichs habt ihr hier eigentlich? Jetzt habe ich, glaube ich, zwei mittlerweile. Ja, ich habe zwei. Gut, die stacken wenigstens. Gut zu wissen. Brennstoff. Ich dachte gerade, da war noch was anderes. Hast du gerade rumgedreht oder was? Wait a second. Ich fasse das nicht. Da ist ein Geheimgang drunter. Da ist ein Geheimgang drunter.
Aber weißt du, bei Schatzfotos, ich merke mir doch besser immer die Location. Okay, so ein Kopf auf so einem Cage, bin irgendwas aus dem Baumarkt, okay. Ah! Oh, ich bin so doof für solche Spiele, ich sag's dir. Solange es schon irgendwie zu komplex wird. Ich glaube, ich nehme das Messer, da kann ich am wenigsten Schaden machen. Also zu Gegenständen und zu meinem Inventar. Ja, ist hier noch irgendwie irgendeine Scheiße? Ich glaube, wir haben alles. Auch wenn das überhaupt nicht möglich ist. Ist das ein Plan für eine... Krähenschlüssel! Raffdies, wir brauchen nochmal den Krähenschlüssel gleich. Erinnerst du mich bitte dran? Danke. Ist hier noch irgendwas zu collecten? Soll ich jetzt die Uhr noch stellen oder was? Wir probieren das jetzt mal, die Uhr zu stellen. Was haben wir hier? 10 vor 3, so glaube ich. Du machst dir keinen Unfug. Zeit für alle anderen Uhren, was soll ich denn machen? Habe ich jetzt irgendwie einen Knall oder sowas? Das ist ja irgendwie 10 nach 3 oder? Boah, ich schreck mich doch nicht so. Viertel nach 10, ja, sag mir das doch gleich, du. Such mir dumm und dämlich. Mein scheiß Ventilator, hör mal auf zu boxen, hör mal auf zu boxen. In diesem Haus ist sowieso keiner mehr. Lärm ist jetzt auch egal. So. Aber wie geil das einfach gestaltet ist. Ich feiere es einfach. Ich feiere das. Und ich will mehr davon. Mehr solche Spiele, bitte. Oh mein Gott. So was hast du auch schon mal gesehen. Im Intro des Spiels sogar. Eine Zugangskarte. Sieht aus wie eine Grafikkarte. In billig. Aber egal. Es ist Lukas Party. Ich freue mich drauf. Das ist wirklich sehr gelohnt, danke. Ja. Verbesserte Muni. Ja, wir holen jetzt noch den anderen Scheiß, den wir noch holen sollten. Komm, lass mich einfach durch, ey. Zeit für solch nur ein Buch. Was hatten wir jetzt noch? Da war irgendwas, was ich definitiv nicht vergessen sollte. Granate. Einmal sicher gehen, dass hier Ruhe herrscht. So. Speicher dann. Ja. Nicht so aggressiv direkt, von. Ja, komm, wir überspeichern einfach irgendeine Scheiße. Lockpick hatten wir noch en masse.
Schildmuni sogar. Ah, sogar die Shotgun Shells bleiben hier rumliegen. Das ist ja geil. Die defekte Flinte würde ich jetzt mal einlagern. Das Kraut auch, weil brauche ich sowieso nicht. Wir brauchen jetzt aber noch den nicht Scorpion-Schlüssel, wir brauchen den Krähen-Schlüssel. Krähen-Schlüssel, da. Krähen-Schlüssel. Oh, diese doofe Kamera, da wann ist sie aus? Ah ja. Der Krähen-Schlüssel. Wir brauchten noch hier aus dem Lootraum, aus dem geilsten Lootraum der Welt, Alter. Fühlt sich immer so an, als würde man gerade über so eine alte Tüte Chips laufen. Gib mir die geile Scheiße. Huhuhu. Alter, ist so viel geiler Stuff drin. Schießpulver. Können wir was kombinieren vielleicht? Ja. Vielleicht mal nachladen. Was mache ich denn jetzt? Schießpulver hier lassen erstmal? Ich glaube, ich lasse das Schießpulver einfach hier. Juckt ja sowieso keinen. Easy win. Sind wir hier schnell durch, sag ich dir, wie es ist. Naja. Ja. Guten Tag, Melis. Hey, Kumpel. Denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit mir sprechen. Ich jetzt nicht vor. Nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ist der Anruf auch im Hard Mode? Ich hoffe nicht, ansonsten wäre das übelste Witz.